moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Ja, ich denke mal, das wird das dritte und letzte Gemälde sein und uns fehlt auch wirklich nur noch eine Erinnerung, dann hätten wir hier alles gefunden. Aber schauen wir einfach mal. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann, gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Ja, das ist schon Edelmut. Geil. Ja, geh mal her, da, dem Pfirsich. Ups! Das gab, glaube ich, ein Loch im Kopf. Du darfst gehen! Oh. Diese Steuerung. Da ist auch noch ein Pfirsich, aber da komme ich, glaube ich, gerade nicht hin. Spring! Warte mal. Ja. Wunderbar. Sauber. Ja, ich glaube, dass wir in diesem Part dann auch das Kapitel erreichen. Quatsch, das Kapitel beenden. Aber mal schauen. Was uns hier noch so für Steine in den Weg gelegt werden. Ah ja, sowas zum Beispiel. Oh Gott, ja. Okay, die Wolke bewegt sich. Immer was Neues, das finde ich richtig cool. Boah. Das kitzelt in der Haarspitze, wa? Jo. Köppi-Aua. Oh, ich höre schon wieder Beschuss. Oh Gott! Oh Gott! Ja, ey. Also die Kollisionszerfrage, so eine Hitbox, die ist ja komplett für einen Mors. Ja, genau. Okay, ich beobachte das jetzt einfach mal. So, jetzt. Ah ja, danke schön. Beide unten kann ich auch noch hin, ja? Cool. Also, Gemälde gut und schön, auch mit der Hintergrundstory und der Kreativität. Aber die Steuerung, die macht mich wahnsinnig hier. Oh Gott. Really? Okay. Oh, haben wir das auch geschafft. So, und ich glaube... hier noch irgendwo eine Erinnerung. Sag bitte ja. Bitte. Lass hier noch irgendwo eine Erinnerung sein. Ich bin der Meinung, ich habe echt alles abgegrast.
Ja, wir sind wirklich komplett oben. Da oben ist die Hütte. Shit, wir haben eine Erinnerung vergessen. Oh, fuck off. Nee, warte, was ist das? Achso, ja, Easter Egg, Spicy Horse, hahaha. Eine Erinnerung wäre mir lieber gewesen. Oh Mann! Ja, dann muss ich die nachträglich nochmal suchen. Dann zeige ich euch die nochmal im Nachhinein. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Wie kann sie dieses wachsende Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen? Was weiß sie, dass ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Das reicht jetzt. Bist wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tschüss, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatscht den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Made, lebst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Kannst du doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Oh, 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 oh. Ja, Mensch. Damit haben wir auch das abgeschlossen. Kapitel 4. Eine Bedrohung für sich selbst, aber sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Schick sie zu Dr. Bambi zurück. Gefängniswärter. In Ordnung. Dann schauen wir uns vielleicht hier nochmal ein bisschen um.
Wenn er ausgenüchtert ist, wird dieser Kerl wohl in eine Zelle kommen. Seine Mithäftlinge wollen nicht, dass er ihre Zelle versaut. Viele Obdachlose ziehen eine Nacht im Knast der Rauenstraße vor. Ja. So, war noch ein gemütliches Gefängnis hier für diesen Zeitraum, sag ich mal. Ich habe meinen freien Tag. Was war's diesmal? Exhibitionismus. Illegaler Hahnkampf. Gossensprache. Oh. Hier unterschreiben, wenn's geht. Ist aber... Dass ich da nicht durch kann, dass es wieder so eine unsichtbare Mauer ist. Ich muss echt hier einmal rumrennen. Sonst ist hier nichts. Na gut. Ah, hallo Kitty. Okay. Was geht jetzt ab? Also langsam wird's kritisch. Na, willst du auch mal? Was ist los? Oh, 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 ich wittere die Herzkönigin. Oh, 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 oh. Boah, das sieht jetzt aber echt übel hier aus. Okay. Das sind die nicht normalen Häftlinge hier, ja? Klingelt schon wieder die Tür. Ich lasse sie noch aus. Sehr coole, erfrischende Umgebung. Sieht noch so schön und friedlebig hier aus. So schön grün und die Karten flattern hier durch die Luft. Das ist ein richtig cooler Aufbau. Kartenbrücke. Ich höre schon die erste Schweineschnauze. Da, direkt vor mir sogar. Ist ein Kartenschloss. Und da hinten sehe ich sogar noch andere Bauten. Oh, interessant. Aber wie komme ich da... Oh, okay. Und schon die erste Erinnerung. Behauptet, ich hätte sein Herz gestohlen. Mit seinen Gefühlen gespielt. Gruseliger Spinner. Fasst er mich an. Hab Papa gesagt, er soll ihn nie wieder einladen. Tschüss. Frauen schon wieder die Tatsachen verdrehen, wa? Aha. Warte mal, war da jetzt auch noch was? Wie diese Wege hier mit den Karten gelegt werden, finde ich... Aha. Finde ich ziemlich geil gemacht. Boah, hier ist aber echt was los. Shit, das war so klar. Es war so klar. Oh, okay. Das wäre fast in die Hose gegangen. Habe ich. Der letzte Zahn.
Gott, oh, jedes Mal. Es ist. Ich kann mich auch schon dran erinnern, dass ich hier. Das ist schon mal beim ersten Mal gespielt habe, dass ich auch immer auf dieselben Tricks hier reingefallen bin. So, okay. Dann legen wir mal weiter hier den Weg. Das finde ich ziemlich geil gemacht. Noch was hier? Jo, alles klar. Geil gemacht. Das ist sauber. Das ist noch ein Zahn. Ja, danke, geht doch. Was? Wo denn? Ich will erstmal den Zahn da haben. Komm ich nicht hin. Okay, vielleicht erst, wenn ich die Schweineschnauze da irgendwie abknall. Oh, jetzt muss ich da wieder hin. Alli hopp. Okay. Was ist denn. Die Karten werden ja teilweise erst gelegt, wenn ich hier irgendwo auf der richtigen Karte an sich stehe. Hier drinne? Nee. Wieso hält... Oh, kann ich jetzt... Neu starten? Jetzt habe ich die Schweineschnauze da nicht... Aber ich dachte, ich komme da nochmal raus. Das ist ja beknackt, dass man da nicht nochmal neu laden kann. Hauptmenü. Muss ich mal kurz schauen, ob ich da noch irgendwie anders hin kann. Kapitelauswahl. ...18 von 19 Erinnerungen, das ist echt ärgerlich. Jetzt muss ich da wieder... Oh. Ja, ich kürze das mal kurz ab. Hole euch gleich wieder rein. So, Molle, da bin ich wieder. Dann schauen wir uns noch mal ganz genau hier um, wo diese komische Schweineschnauze sein soll. Verstehe ich jetzt nicht. Da! Verdammt noch mal. Ah, so kommen wir zu dem... Ja, alles klar, genau. Okay. In Ordnung. Ist irgendwas hier? Nee. Alles klar, dann kommen wir jetzt wirklich in das ominöse Kartenschloss hier rein. Und schauen uns mal da um. Denn es ist jetzt auch nicht mehr lang. Es ist nur noch ein kurzes Stück. Und dann ist es auch wieder blind für mich. Das wird dann wiederum auch etwas für mich spannender. Im Moment noch keine Feinde. Das irritiert mich noch so ein bisschen. Was für Feinde warteten hier nochmal auf uns? Okay. 510 Zähne. Aha. Was? Achso. Licht? Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Das sehe ich auch ein bisschen anders, junger Mann. Da stimme ich nicht mit Ihnen überein. So. Kurz die Zähne schnappen. Ich glaube, das war jetzt wieder hier so ein... Wie war das hier nochmal? Ich glaube, man musste... Es gab zwei Schalter, die man hier betätigen musste. Und dann erst... Genau, erst dann haben sich, glaube ich, hat sich so eine Brücke hier eröffnet. Und da oben geht es auch noch links. Mal zack.
Ja, genau, dann geht das. Lass doch mal bitte. Oh, ich hasse das. Dass die Zeit schon vorangeht, wenn. So. Achso, nee, warte mal. Ist das. Was öffnet mir das jetzt, ehrlich gesagt? Aha. Da geht's auch noch weiter. Oder? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Sollte eigentlich ein Pilz kommen. Ja, okay. Die Tür geht wirklich erst dann auf, wenn ich einmal da meine Bombe stelle. Aber was ich halt noch nicht so ganz verstanden habe, wie ich dann da hochkomme. Hier noch irgendwas erledigen oder? Jetzt bin ich doch etwas irritiert. Ist hier noch irgendwie was gewesen? Nee. Nee, hä? Also ich meine, ich habe da gesehen, dass da ja auch ein Pilz ist, beziehungsweise so eine Fläche für so einen Sprungpilz. Und da ja auch. Hä? Nee. Das blick ich jetzt nicht. Geht die Tür gar nicht auf? So, ja, gut. Jetzt bin ich. Jetzt muss ich da irgendwie schnell rüber. Er geht ja nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss erst noch die Brücke freischalten, aber. Wie? Wie zum Geier? Wie komme ich denn da hoch? Habe ich hier irgendwie was vergessen? Irgendwas übersehen? Was ist das schon wieder für ein Rätsel hier? Ich blick das nicht. Geht das auf? Geht das wieder zu? Was bewirkt denn dann jetzt eigentlich das Ding hier? Ah! Ich verstehe! Ja, das muss einem ja auch mal gesagt werden, wa? So? Nee, andersrum. Andersrum. Ich muss. Genau. Genau. Ich muss da die Bombe raufstellen, damit die Plattform runterkommt. Dann schnell auf die andere Seite, damit die Tür sich öffnet. So. Und dann schnell rüber.
Oh, das ist aber echt knapp bemessen. Warte mal, was ist denn jetzt da drüben? Heilige Scheiße. Da kann ich dann da wieder runter. Super, das bringt mir jetzt auch nichts vom... Hä? Warte mal. Warte mal. Das wäre doch gelacht, wenn wir es nicht hinbekommen. So, zack. Ich glaube, ich muss das mit dem Teleportieren machen. Kann ich es so auch hoch? Genau, jetzt hier bitte hoch. Zack. Ja, geht doch. Geil. Geilomat. Okay, wir haben's. Mann. Haben wir wieder angestellt wie so ein Zäpfchen. Okay. Das war ja ganz nett. Es ist mir allerdings echt noch zu ruhig. So, Leute. Und... Ab jetzt ist es blind. Ab jetzt ist es blind. Jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, was auf mich zukommt. Hier war ich definitiv noch nicht. Ich verliere ehrlich gesagt auch so ein bisschen... leck mich am Arsch. So ein bisschen den Überblick über die einzelnen Wege, weil die Wege sind ja... Die werden ja quasi erst gelegt, wenn ich eine bestimmte Karte beispielsweise betrete. Die werden ja erst getriggert. Deswegen ist es gerade so ein bisschen... So, warte mal, jetzt komme ich... Ah, alles klar. In Ordnung, verstanden. So. Da kann ich anscheinend auch noch irgendwie hin. Aber wie zum Geier? Warte mal, da muss ich... Was ist jetzt hier? Okay. Jo, alles klar. Dann heb mich mal da hoch. In Ordnung. Aber ich muss gestehen... Oh Gott, was war das denn jetzt? Ich muss gestehen, es ist schon... Da, Schweineschnauze schon wieder. Geil gemacht ist. Wie viele Redula-Räume haben wir denn wieder? Auch wieder 4, ja? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch das. Dann baut sich da wieder ein Kartenturm auf. Interessant. Boah, Gott. Der so nicht rübergekommen oder was? Egal. Ich dachte, der zieht mir jetzt erstmal die Karte wieder vor, hier weg, so dass ich da überhaupt nicht drauf landen darf. So eine Trollkarte quasi. Oh, Mensch, hab's mir doch anders überlegt. Du darfst jetzt hier nicht landen. Ah, ja. Okay, okay, okay. Und jetzt? Ja, alles klar, okay. Sehr schön. Aber immer noch keine Feinde. Das ist so ein bisschen... Aber wir dürfen jetzt erstmal rutschen. Okay. Ach, Verzeihung. Ach, Gott, oh Gott. Das finde ich gerade so ein bisschen merkwürdig. Aber cool. Neue Rutschpassage. Darf ich da durch? Geil. Oh Gott, ist das jetzt laut hier. Ey, wir haben ein neues Kleid. Das sieht ganz geil aus. Muss ich gleich mal runter, muss ich gleich mal näher anschauen, meine ich.
Aber jetzt ist es auch nicht mehr ganz so grün hier. Okay, wieder ein gespaltener Weg. Aua. Ich möchte noch mal runter, weil ich noch mal die andere Passage rutschen möchte. Einfach mal schauen, weil ich habe jetzt am Ende hatte ich jetzt 708 Zähne. Ob ich jetzt da wirklich mehr bekommen würde oder nicht. Einfach mal schauen. Junge! Das war scheiße. Jetzt rutschen wir mal links rum. Boah, sag mal. Oh, wo kommen wir denn? Oh, was war das denn gerade? Aha. Aha. Das ist ja jetzt fies gemacht. Stell dich mal vor, ich habe mich nicht dazu entschieden. Okay. Ja, jetzt habe ich auch mehr Zähne hier. Ja, gut, den kriege ich jetzt nicht. 746 Zähne. Wie viele brauchen wir? Oh, wir können die Tierkanone wieder auf... Ja, wobei... Ja, komm. Yes! Ja, als nächstes Steckenpferd und die Warper-Klinge und dann haben wir alles durch. Schauen wir uns das mal an. Sieht schon ganz nett aus, das Ding. Oha. Ja, das sieht böse aus. Gekommen, um dein Werk zu bewundern, kehrst an den Ort des Verbrechens zurück. Es musste sein, Katze. Du hast es selbst gesagt. Du und die Rote Königin, ihr könnt nicht beide überleben. Sie ist ein Krebsgeschwür in deinem Körper. Töte sie oder geh unter. Ja, sie war das Gesicht des Bösen im Herzen der Finsternis. Sie war letztes Mal nicht nett zu dir. Hast doch deinen Kopf verloren. Sie war völlig verstört. Du hast ihre Krone an dich genommen. Aber jetzt hast du sie abgesetzt. Du musst mit ihr sprechen, mit dem, was von ihr übrig ist. Oha, oha, da bin ich ja mal gespannt, wie sie hier, wie die Herzkönigin hier in Madness Returns dargestellt wird. Oha, Leute. What the... Okay... Heilige Scheiße. Du bist hier nicht erwischt. Ja, aber was soll ich machen? Kann ja nicht wieder zurück. Level aufbauen und so. Kein Problem. Alles cool, alles cool. Interessant, interessant gemacht. Also wirklich echt cool gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Warte mal, was war da? Schweineschnauze. Das wird die Spiegelbahn?
Ist das Ding da oben? Ich schau mich mal. Ich spring mal hoch und schau mich mal da um. Aha! Da ist ja die Schweinebacke. Warte mal. Okay. Nächste Erinnerung. Prinzipiell bin ich durchaus für die Monarchie. Sicher ist die Königin sehr gut in dem, was sie tut, was immer das ist. Aber ist sie nicht auch ein Individuum, so wie wir? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Die Promis sind nur Individuen. Man stelle sich vor. Was sind das für so geflügelte Herzdämonen? Scheiße, was haben wir hier? Radula-Raum. Ja, den Radula-Raum machen wir noch und dann machen wir einen Cut. Dann schauen wir uns ja im nächsten Part nochmal genau in diesem Schloss um. Also bin ich ja schon echt gespannt drauf. Oh, ein Rätsel, sehr gut. Hier ein winziger Hirnkitzler für ein... Jetzt natürlich hier wieder ein Ruckler, keine Ahnung. Warum auch immer? Eine winzige. Was kommt als nächstes in der Folge 1, 3, 4, 7, 11? Puh, ich hasse Mathe, Mann. Warte mal. 1, 4. Warte mal, das ist das. Da fehlt die 2, dann 4, 5. Ich glaube. Ah. 12. Spontan würde ich sagen, die 13. Falsch, falsch und falsch. Hat 2 Flügel und kann nicht fliegen. Hat einen Rücken und kann nicht liegen. Hat ein Bein und kann nicht stehen. Kann wohl laufen, nicht aber gehen. Okay, das ist schon mehr mein Ding. Also, ein Engel hat 2 Flügel. Dodo. Ja. Konzertpianist. Hat einen Rücken und kann nicht liegen. Hat ein Bein und kann nicht stehen. Ah, das ist die Nase. Du erstaunst mich immer wieder. Ja, ich mich auch. Das mit den Zahlen habe ich gerade noch nicht so ganz gecheckt. Wunderbar. Wir haben's. Okay, Leute, dann machen wir jetzt hier einen Cut und beim nächsten Mal werden wir uns dann im Schloss der roten, bösen Herzkönigin umschauen und mit ihr sprechen, je nachdem, was von ihr übrig ist. Also bin ich jetzt, klingt so, als wäre nur ihr Kopf übrig. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Also freut euch drauf, wenn es wieder als Let's Play Alice Madness Returns. Haut rein, bis dann und ciao.